Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat, hier unterwegs mit dem Gerhard von Backpacker Wilderness. Driftet gerade hier ein wenig ab. Wir sind hier unterwegs auf dem Wasser mit unseren Booten, haben eine coole Übernachtung gemacht und wir werden jetzt noch versuchen, in eine Klamm zu fahren. Ich habe ein paar kleine Impressionen festgehalten beim Gerhard auf dem Kanal. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Gibt es auch noch ein schönes Tourenvideo. Und wenn ihr Bock auf ein bisschen Abenteuer habt, dann viel Spaß mit dem Video. Gerhard macht gerade Kaffeebohnen klein für einen richtig leckeren Kaffee heute Morgen.
Und ich werde die Möglichkeit nutzen, euch mal kurz mein Boot vorzustellen. Hier seht ihr jetzt die beiden Boote und da erkennt man auch richtig gut schon den Unterschied. Der Gerhard hat hier, was ist es, Gerhard? Ein sogenanntes? Anglerkajak. Ein Anglerkajak. Ich denke auch so eine Form, was auch viele von euch kennen werden unter dem Begriff Kajak. Hier seht ihr mein Boot, eher so vielleicht bekannt unter dem Begriff Kanadier. Von der Form her ist es auch ein Kanadier, ein kleiner Kanadier, hat eine Gesamtlänge von 4 Metern und ist eben oben komplett offen. Was jetzt aber hier an dem Boot das Besondere ist, was mir so gut gefällt, ist, dass dieses Boot in der Mitte eine Art Kajaksitz hat. Deswegen sagt man dazu auch, zumindest im deutschen Sprachgebrauch, ich bin auch überhaupt kein Experte, ich bin absoluter Fahranfänger, aber was ich so mitbekommen habe, nennt man diese Boote Hybridboote. So, ich muss mir mal ganz kurz die Sonnenbrille holen, auch wenn die noch ein bisschen feucht ist, aber die Sonne, die blendet gerade dermaßen. Gerhard, der ist ja gerade dabei, den Kaffee zu stampfen. Das Wasser wird auch bald kochen und dann gibt es einen leckeren Kaffee. Ja, ich bin auf diese Art von Boot, bin ich durch den Joe Robinette gekommen. Da habe ich mal vor vielen Jahren ein Video dazu gesehen. Das hat mir so gut gefallen, diese Hybridform zum Sitzen, aber auch gut zum Beladen, dass ich gesagt habe, wenn ich mal irgendwann mein Boot haben werde, dann wird es so ein Boot sein. Die Boote vom Joe Robinette, die Swift-Boote, die sind sehr, sehr, sehr teuer und es war außerhalb meines Budgets. Und ich bin dann durch Zufall, eben muss ich auch sagen, dass der Gerhard da ein bisschen Schuld dran hat, weil da habe ich ein Video von Gerhard nämlich angeschaut, der mit seinem Kajak unterwegs war. Und dann dachte ich mir so, hey, ich wollte doch schon immer so ein Kanu haben, so ein Hybrid-Kanu. Ich gebe das mal bei eBay Kleinanzeigen ein. Habe ich gemacht und bam, kam dieses Boot. Das Boot ist das Serenade 13. 13 steht für die Länge. Es hat nämlich eine Länge von ziemlich genau 4 Metern. Ist von der Firma Mad River Canoe. Und hat eben hier in der Mitte, ich schau mal, dass mein Schatten hier nicht alles verdeckt, diesen Sitz, den man sehr gut einstellen kann. Vorne auch 2 Fußstützen, dass man sehr gut mit dem Körper arbeiten kann. Man hat eben hier, wie ihr seht, ziemlich viel Platz für Gepäck. Ja, das soll mal so eine Kurzvorstellung gewesen sein. Seht auch mal den Unterschied nochmal hier zwischen diesen beiden Bootstypen. Ich habe ja auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht oder euch gefragt, wie soll dieses Boot heißen. Ich möchte meinem Boot einen Namen geben. Und da gibt es schon so ein paar Tendenzen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, weil eigentlich gefällt mir ein Name ziemlich gut, ist aber ein männlicher Name. Und irgendwie gefällt mir diese alte Tradition, dass man Boote nach Frauen benennt. Ja, das gefällt mir einfach so gut und jetzt kann ich mich nicht so ganz entscheiden, aber das ist ja so fast wie, wenn man einem Kind einen Namen gibt, das ist ja nicht mehr rückgängig zu machen. Also von dem her muss man sich das schon wirklich gut überlegen. Vielleicht noch ganz kurz, dieses Boot wiegt auch 19 Kilogramm. Die Swift-Boote sind noch mal leichter. Ich glaube, die sind so bei 14, 15 Kilo. Die kann man also wirklich wunderbar alleine über dem Kopf tragen. Und wenn man dann noch so einen Rucksack dabei hat, dann kann man da auch mal etwas über Land gehen. Da gibt es noch einige Sachen zum Erzählen, wie man es vielleicht auf dem Auto am besten transportiert. Kanuwagen, auch ein ganz großes Thema. Schwimmweste, wasserdichter Rucksack. Da gibt es noch so viele Dinge, über die man reden kann. Aber das wird alles ja, in anderen Videos kommen.
Wir fahren jetzt gerade in die Klamm ein. Wunderschön hier. Ganz hohe Felsen links, rechts. Das Wasser wird klarer. Muss man aufpassen, dass man nicht auf den Felsen drauf fährt, weil die teilweise unter Wasser hier ganz massiv liegen. Herrlich. Traumhaft schön. So, wir sind jetzt aus der Klamm rausgefahren. Das war wirklich richtig, richtig cool. Das war wirklich wunderbar, Ski. Also echt auch traumhaft. Wenige 100 Meter nur, aber das hat sich wirklich gelohnt, gell, die Strecke zu paddeln. Ja, das soll das Ende auch von meinem Video hier sein. Wir werden noch eine kleine Lagerstelle suchen, noch ein bisschen Pause machen, uns ein bisschen erholen, dann zurückpaddeln. Gerhard, das tut ja so. Ich danke dir für diese coole Tour. Das war eine richtig schöne Tour. Richtig gemütlich und der Atze ist ein super Typ. Ha! So wie er ist im Video, so ist er auch in echt. Leute, da hört das. Schaut auf jeden Fall beim Gerhard mal vorbei. Backpacker Wilderness. Wie gesagt, Link gibt es unten. Wir werden jetzt noch hier das Ganze genießen. Es gibt noch ein paar Impressionen von dem Rückweg. Wir sagen danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Direkt aus der Wildnis. Ciao.